Im Zuge der Nationalratswahl und dem daraus resultierenden Ergebnis kam es in der SPÖ zu einigen Personalrochaden. Hans-Peter Doskozil übernimmt das Finanzressort von Helmut Bieler, Claudia Friedl folgt daraufhin auf das Nationalratsmandat von Doskozil und Peter Heger übernimmt das Landtagsmandat von Friedl. Mit diesem Wechsel erfährt der Bezirk Oberpullendorf eine qualitative Aufwertung, was eine stärkere politische Vertretung mit sich bringt. Die SPÖ im Bezirk Oberpullendorf hat somit ein Regierungsmitglied in der burgenländischen Landesregierung, eine Nationalrätin im Bund und zwei Landtagsabgeordnete im burgenländischen Landtag, erklärt SPÖ-Bezirksvorsitzender Norbert Tarabosch. Danke fürs Kommen. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber die Erklärung erfolgte sehr schnell und in bewährter Art und Weise. Wir haben die Nationalratswahlen am 15. Oktober geschlagen, haben uns im Bezirk gut gehalten, was den Burgenlandvergleich betrifft. Der Bezirk Oberpullendorf hat das zweitbeste Ergebnis aller Bezirke für die SPÖ eingefahren, nach Martensburg. Trotzdem nicht ganz zufriedenstellend, weil wir um 0,4% hinter der ÖVP waren. Das hat allerdings weniger mit der Stärke der ÖVP zu tun, sondern eher mit der Schwäche der FPÖ, die im Bezirk Oberpullendorf damals mit 20% das schlechteste Ergebnis eingefahren hat. Also wir sind, wenn wir den Bundesschnitt uns ansehen, 7% über dem Bundesergebnis. Noch einmal gesagt, hätte mir noch etwas mehr vorgestellt, aber trotzdem ist es im Vergleich aller Bezirke, auch österreichweit, ein sehr gutes Ergebnis. Diese Nationalratswahl hat auch sehr viele personelle neue Weichenstellungen im Burgenland insgesamt und auch im Bezirk Oberpullendorf gebracht. Wir haben bei einem Parteivorstand auf Landesebene einstimmig beschlossen, dass der noch immer amtierende Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil, nachdem eine neue Regierung gebildet wird, und davon ist auszugehen, dass sie nicht mit sozialdemokratischer Beteiligung gebildet wird, dass es eine türkis-blaue oder schwarz-blaue Regierung geben wird, dass Hans-Peter Doskozil die Agenden von Landesrat Helmut Bieler übernehmen wird und das Mandat von Hans-Peter Doskozil, Claudia Friedl, ihres Zeichens jetzige Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Steinberg-Dörfel übernehmen wird. Sie war die Nummer 2 auf der Regionalwahlkreisliste Süd, also das sind die Bezirke von Oberpullendorf bis Jennersdorf, und hat ein sehr gutes Ergebnis eingefahren, auch was ihre Vorzugsstimmen betrifft. Und damit hat der Bezirk Oberpullendorf jetzt wieder eine Nationalrätin in diesem Fall, nach langer, langer Zeit. Es gab die letzte Frau war die Verena Dunst. Wir haben aus dem Bezirk Oberpullendorf auch schon eine Nationalrätin gehabt, die Elfriede Krismanitsch. Aber jetzt ist sozusagen mit Claudia Friedl wieder eine Frau hier, nicht nur vom Bezirk nominiert, sondern vom Land nominiert. Und das macht mich sehr stolz. In weiterer Folge ist der Wechsel natürlich im Landtag auch zu vollziehen, weil eben die Claudia Friedl in den Nationalrat wechselt. Damit ist das Mandat frei geworden im Landtag. Und dieses Mandat steht dem Bezirk Oberpullendorf zu und wird von Peter Heger, der bis jetzt im Bundesrat gewesen ist, übernommen. Insgesamt heißt das für den Bezirk Oberpullendorf, für die SPÖ des Bezirks Oberpullendorf, eine klare Aufwertung und eine klare Stärkung. Wir haben jetzt ein Regierungsmitglied, zwei Landtagsabgeordnete und einen Bundesrat. Wir ersetzen eine Nationalratsabgeordnete, also eine Landtagsabgeordnete durch eine Nationalratsabgeordnete und einen Bundesrat durch einen Landtagsabgeordneten. Bei aller Wertschätzung des Bundesrates bin ich froh, dass der Peter Heger wieder ins Burgenland zurückkehrt, weil ich meine, dass man auch politisch noch mehr bewegen kann auf Landesebene als Landtagsabgeordneter als Bundesrat. Noch einmal gesagt, das ist keine Geringschätzung des Bundesrates, aber ich bin der Meinung, dass wir damit als SPÖ des Bezirks Oberpullendorf noch schlagkräftiger werden können, als wir es bis jetzt schon sind. Und durch den Wechsel der Claudia Friedl in den Nationalrat haben wir nicht nur einen Fuß in der Tür im Nationalrat, sondern eine, Sie kennen sie alle, auch eine gewichtige Vertreterin
der Interessen der SPÖ Burgenland, aber auch der Interessen des Bezirks Oberpullendorf. Und wir haben schon einige Gespräche auch im Vorfeld geführt. Sie hat auch sehr viel Kompetenz, auch in Bereichen, in denen ich im Burgenland tätig bin. Und wir sehen uns da schon auch als Kooperationsachse, was die Bundespolitik betrifft. Und wir werden in diesem Bereich auch genug zu tun haben in den nächsten Monaten, wenn ich so lese, was die Bundesregierung plant oder auch nicht plant, wie wir eh sehen. Ich möchte jetzt keine Gerüchte hier verbreiten, aber einige Dinge, die in meinem Bereich beheimatet sind, wie die Frage, wie finanziert man die Abschaffung des Regresses, gibt es wieder Ambulanzgebühren, um nur einige Dinge zu nennen, die werden schon sehr offen zu diskutieren sein in den nächsten Monaten und man wird sehen, wie die neue Bundesregierung hier auch agieren wird. Abschließend gesagt, ich bin froh, dass diese Personalrochade so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Noch einmal gesagt, es ist eine Aufwertung des Bezirkes Oberpullendorf, der SPÖ des Bezirkes Oberpullendorf. Wir sind jetzt überall aus meiner Sicht gut aufgestellt mit zwei Landtagsabgeordneten im Burgischen Landtag, mit einer Vertreterin im Bund und mit einem Regierungsmitglied. Was Besseres kann man sich als Bezirkspartei nicht wünschen. Ich wünsche beiden, der Claudia in Wien, ich war selbst ja einige Jahre Nationalrat, ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, auch eine sehr schöne Aufgabe und wünsche ich ihr alles Gute. Sie geht aber den Bezirk ja nicht verloren. Sie bleibt sowohl Bürgermeisterin in Steinberg-Dörfel als auch natürlich Mitglied unseres Teams hier in der SPÖ Oberpullendorf. Und ich weiß, dass Peter Heger seine Funktion im Bundesrat sehr gewissenhaft ausgefüllt hat, sagt das auch vielleicht so ins Nebensatz, gewissenhafter vielleicht als so mancher andere aus anderen Bundesländern. Das ist auch für uns eine Aufwertung, wie gesagt, dass er in den Landtag einzieht und dass er mit seiner politischen Erfahrung hier uns begleiten wird, was jetzt auch die ganz wichtige Entwicklung auf Landesebene ist, die ist ja etwas anders als auf Bundesebene, auch mit einer anderen Koalitionsvariante. Aber noch einmal gesagt, ich glaube, das sind gute Entscheidungen für die Sozialdemokratie insgesamt, sind aber gute Entscheidungen auch für den Bezirk Oberpullendorf. Dankeschön. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott und eine Entschuldigung. Ja, es lag nicht in meiner Macht, das Auto wollte das, was es wollte, für die Verspätung. Ich freue mich natürlich sehr über meine neue Aufgabe im Nationalrat und über das Vertrauen, das ich nicht nur von meiner Partei bekommen habe. Eine Nominierung auf dieser Liste ist natürlich ein Vertrauensvorschuss der eigenen Partei, sondern auch von all den Wählerinnen und Wählern, die mir dann bei der Nationalratswahl das Vertrauen geschenkt habe. Ich habe schon einige Eindrücke sammeln können. Vorige Woche war schon die Angelobung, dass die Arbeit anders sein wird. Viele neue Kolleginnen und Kollegen. Ich bin auch sehr froh, dass nach 18 Jahren sind es mittlerweile, seit Verena Dunst wieder eine Frau als Nationalrätin nach Wien geht. Auch, dass die Stärke der Sozialdemokratinnen im Nationalrat sehr, sehr hoch ist. 24 von 52 Mandatarinnen und Mandataren sind weiblich, 46%. Eine derart hohe Anzahl gab es noch nie. Es ist natürlich auch für mich eine neue Art und der Qualität. Ich will jetzt mit den Männern nicht abschätzen und abwerten, das ist natürlich gar kein Thema. Aber ich glaube, dass sich da auch sehr, sehr viel verändern wird vom Zugang zu gewissen politischen Themen, vor allem vielleicht auch zu den sozialen Themen, aber nicht nur. Frauen sind ja, wie wir alle wissen, auf vielen und auf allen Ebenen genauso mindestens kompetent wie die Männer. Ich bin in den letzten Wochen oft gefragt worden, wie sicher ist unser Land, was tut sich, was hast du vor, wenn du nach Wien gehst, wie wirst du dich da einbringen? Natürlich haben sich die Voraussetzungen von dem, was wir vorgestellt haben, verändern. Von einer Regierungsbeteiligung, wie es der Landesrat schon gesagt hat, scheint nicht sehr realistisch zu sein, beziehungsweise ist gar nicht realistisch. Das heißt, wir werden die Oppositionsrolle einnehmen, die sich sicherlich ganz anders gestaltet. Und Sicherheit kann man einerseits natürlich per se betrachten als die Sicherheit, die Grenzsicherung. Das ist aber nicht in meinem Interesse, das zu belegen, sondern Sicherheit von der sozialen Sicherheit, die Sicherheit, eine Pension im Alter zu haben, die Sicherheit, ein gesichertes Gesundheitssystem auch weiterhin zu ermöglichen und zu dem zu stehen. Sicherheit auch die ganzen Rechte, die arbeitsrechtlich für die Menschen ganz wichtig sind, für Jobs, dann auch all die Errungenschaften der Sozialdemokraten, die in den vergangenen Jahrzehnten bei Regierungsbeteiligung auch für Frauen, für Alleinerzieherinnen geschaffen wurden, dass diese Werte, die wir alle
wirklich auch mit einem schwierigen Partner als ÖVP in den letzten Jahrzehnten errungen haben, dass diese Werte und diese Gesetze, die wir haben, erhalten werden. Denn schon die erste Ausschau, der Herr Landesrat hat eh schon gesagt, wir können natürlich jetzt nur mutmaßen, aber was man von Medien erfährt, sind Dinge, die einem wirklich die Gänsehaut aufsteigen lässt. Soziale Kälte, ich glaube, das ist noch das Wenigste und das wenigst Starke, was man da, wie man das betiteln kann, von der Ambulanzgebühr, die ja, wie wir im Nachhinein wissen, eigentlich gar nichts gebracht hat, als einen großen Aufwand und die sich überhaupt nicht gerechnet hat, aber die sozial Schwachen, die Älteren und die Kranken und Alleinerzieherinnen getroffen hat, genauso wie es jetzt Oberösterreich schon vorzeigt mit Schwarz-Blau, dass Kindergartengebühren wieder eingeführt werden. Genau dasselbe Klientel, Frauen, die ihre Kinder alleine erziehen, Familien mit mehreren Kindern, aber auch Familien mit kleinsten und niedrigsten Einkommen. Die sind die, die wir eigentlich immer unterstützt haben, zu denen wir noch immer stehen. Und ich sehe meine Arbeit, aber auch die Arbeit der SPÖ genau da, die Werte und Errungenschaften, die wir erkämpft haben, zu erhalten. Jetzt ist für mich meine Rolle de facto noch nicht so ganz klar. Wir werden uns in Ausschüssen wiederfinden und diese Ausschüsse sind bis dato noch nicht konstituiert. Also es gibt ganz verschiedenste. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mich für einige Ausschüsse zu melden, habe ich natürlich in erster Linie da gemeldet, wo ich meine Stärken schon weiß. Das ist natürlich einerseits das soziale Gesundheit und Arbeitswelt, andererseits durch meine Sprachaffinität, ich glaube, die jeder kennt, auch außenpolitisch und EU-Ausschuss, wo es dann letztendlich hinführt, weiß ich momentan noch nicht, aber wo auch immer ich zum Einsatz kommen werde und wo auch immer ich arbeiten darf, werde ich mich vollst einsetzen. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das, was wir für die Menschen brauchen, vor allem auch im Burgenland, mit großer Leidenschaft und mit großer Vehemenz nach Wien tragen werde und mich dort einsetzen werde. Ein großer Teil ist natürlich das große Thema der Frauen. Als Bezirksfrauenvorsitzende des Bezirks Oberpullendorf arbeite ich ja schon sehr, sehr viele Jahre mit den Landesfrauen zusammen. Unsere Aufgabe in der Opposition wird aber auch sein, neben diesen Dingen zu erhalten, auch neue Wege zu gehen. Mit Christian Kern gemeinsam den Plan A, den er ja zu Jahresbeginn schon präsentiert hat, die neue gesellschaftsveränderten Formen zu analysieren, die ganzen Gesetze und all die Entwicklungen auf allen Ebenen der Gesellschaft anzupassen und in eine neue Zukunft zu lenken. Denn viele Dinge, die verändert gehören, haben jetzt eine Chance, dass das auch passiert. Und unabhängig von all dem ist mein Credo, für mich bleibt der Mensch im Mittelpunkt meines politischen Handelns. Das war immer so, das wird es auch immer sein. Und die fünf Dinge, die neben Ausschussarbeit für mich ganz wichtig sind, ist, jeder Mensch muss gleiche Chancen im Leben bekommen. Jeder Mensch muss von seinem Job und von seiner Pension leben können. Die Frauen, die Kinder alleine erziehen, auf die müssen wir ein ganz besonderes Auge werfen. Jeder Mensch muss Zugang zu guter medizinischer Versorgung haben. Und ganz, ganz wichtig für mich als Sozialdemokratin, die Reichen müssen ihren Anteil an der Gesellschaft leisten. Mit diesen fünf Hauptthemen, aber natürlich auch dem Spezialthema im Ausschuss, werde ich mich in den nächsten fünf Jahren mit dem besonderen Fokus für den Bezirk und für das Burgenland, für unsere Menschen einsetzen. Dankeschön. Danke. Peter Heger. Ja, danke schön von meiner Seite. Haben einen schönen guten Morgen. Für mich schlagen momentan zwei Herzen in meiner Brust. Da bin ich ganz, ganz offen. Es ist für mich so, dass ich die Arbeit im Bundesrat sehr gemocht habe. Es war eine wirklich tolle Zeit, diese etwas mehr als zwei Jahre. Es war so, dass genau in der letzten Sitzung wir das erste Mal gespürt haben, es wird sich etwas verändern. In der letzten Sitzung insofern, als da ja zum Beispiel auch die Bestätigung des Gesetzes Angleichung Arbeiterangestellte auf der Tagesordnung gestanden ist, wo wir also bis zum Schluss nicht gewusst haben, ob die Freiheitliche Partei, die im Nationalrat mitgestimmt hat, auch das im Bundesrat tun wird, wo schon die Koalitionsverhandlungen begonnen hatten. War sehr spannend. Jetzt kommt eine sehr spannende Zeit auch auf den Bundesrat zu, weil der Bundesrat ja jetzt
durch die Konstellation, dass die Grünen im Bundesrat vertreten sind, natürlich auch eine einen Verfassungsbeschluss mit Zweidrittelmehrheit verhindern können. Das heißt, es tut sich da also in dieser Richtung doch einiges. Auf der anderen Seite ist es so, dass, und das hat der Herr Landesrat auch richtig gesagt, eine intensivere Arbeit näher am Bürger hier im Land geben wird für mich. Ich bin sehr froh darüber, weil ich habe, so wie die Claudia, immer auch den Menschen im Mittelpunkt gesehen, und deshalb ist für mich der Einsatz für die Burgenländerinnen und Burgenländer, das Engagement für die Mittelburgenländerinnen im Besonderen und natürlich auch für die im Blaufränkischland etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich denke mir, es gibt viele Dinge, die ineinander greifen, und wenn ich mir gestern anschaue, wie die Ausschüsse besetzt wurden, weil da sind wir ein bisschen schneller im Burgenland als in Wien. Es muss ja einen Unterschied geben. Nein, aber es ist schon so, dass wir also auch die Ausschüsse gestern beschlossen haben, und ich habe den Vorteil, dass ich zwei Ausschüsse betreuen oder mehrere Ausschüsse in mehreren Ausschüssen sein werde, die also wirklich eine Querschnittsmaterie sind. Das eine ist Finanzen und Budget und das andere ist Abfall- und Wasserwirtschaft. Und ich denke, das sind genau die Dinge, die auch für mich passend sind, weil das eine ist, ich war im Bundesrat auch im Finanzausschuss und auch im ständigen Finanzausschuss. Das heißt, mit Zahlen kann ich auch beruflich ein bisschen umgehen. Und das zweite ist, als noch Obmann des Abwasserverbandes ist das natürlich auch so ein Thema, wo man mit Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft immer wieder zu tun hat. Und ich denke, das ergibt sich sehr gut. Und natürlich gibt es ein weiteres Thema, das sind die Pendler, nicht, die für uns also ganz, ganz wichtig sind, weil das Mittelburgenland oder das Burgenland ist noch immer ein Land der Pendler, und da haben wir, denke ich, ganz wichtige Dinge zu erledigen. Und es ist nicht so, dass wir also so effiziente Verkehrsanbindungen haben, dass man das einfach sagen kann, okay, das ist erledigt. Man braucht sich nur vorstellen, das Land investiert ja allein in die Pendler 700.000 Euro im Jahr. Also es geht da schon um eine Menge Geld und auf der anderen Seite um die gezielten Maßnahmen. Und das ist eigentlich das, was mir ganz wichtig ist. Wichtig ist mir auch noch, dass wir also die Verwaltungsvereinfachung vorantreiben. Das, was in manchen Gemeinden im Gemeinderatswahlkampf gefordert wurde, das können die Bürgermeister nicht. Das ist eine vermessene Forderung. Allerdings kann das Land eine Unterstützung geben und die Bürgermeister hier auch entsprechend entlasten. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz wichtige Forderung sein in den nächsten Jahren. Und auch die interkommunale Zusammenarbeit ist und bleibt ein riesengroßes Thema. Ich denke mir, dass man in Beschaffung und in Zusammenarbeit gemeindeübergreifend sehr, sehr viel machen kann. Das wären so die wichtigsten Positionen in aller Kürze. Danke.